Ja, wir haben einen Gast, über den ich mich sehr freue. Ich muss das richtig protokollarisch machen, denn er ist Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich willkommen, Hans-Dietrich Genscher. Guten Abend. Herzlich willkommen. Ja, fröhlicher Beifall. Sie haben das große Glück, dass Sie einer der beliebten Politiker in diesem Lande sind. Das sage ich nicht so daher. Das belegen ja die Umfragen. Ist Ihnen das wichtig, in der Zeitung zu lesen? Die Leute mögen mich. Also man liest natürlich schon bei Lebzeiten gern was Gutes über sich. Und Sie können das mit Fug und Recht tun, denn Sie haben hohe Sympathiewerte. Bei mir ganz besonders, denn Sie haben Geburtstag gehabt gerade. Gestern, also es ist nett, dass er überhaupt gekommen ist und nicht nachfeiert. Ja, wir feiern einen Tag und das reicht. Mit Frühlingsanfang hat er also Geburtstag. Ja. Fühlen Sie sich eigentlich wohl, wo es mal nicht um Politik geht, so auf der Show-Ebene? Oder betreten Sie dieses Parkett also nur ganz vorsichtig? Ja, ich meine, das ist schon ein anderes als das normale. Live sind wir immer auf Sendung, Sie und wir auch. Es ist anders, aber man fühlt sich vor allen Dingen mal wohl, wenn man über ganz andere Dinge reden kann, als das, was das tägliche Geschäft ist. Das wollen wir natürlich auch, wenngleich es wieder um den Beruf gehen wird. Sie haben ja immer mit Leuten zu tun, die sich kundig gemacht haben, die einen guten Eindruck machen wollen, die eigentlich alles schon wissen oder Ihnen vortragen. Ich gehe mal ganz dumm an die Sache ran. Ich bin ja ein Bürger, der sich leisten kann, naiv zu fragen. Gibt es eigentlich noch Menschen, die Ihnen so ganz naiv begegnen und sagen, Mensch, ich wollte Sie schon immer mal fragen, wie haben Sie sich denn das gedacht oder dieses gedacht? Passiert das noch? Zunächst mal habe ich eine Reihe ganz alter Freunde, die ich schon aus der Schulzeit kenne. Die rufen mich an und sagen, das war Mist, was du gemacht hast. Mhm. Oder das ist gut. Aber es sprechen auch Leute auf der Straße, wenn ich samstags wirklich mal zu Hause bin und einkaufen gehe, dann sprechen sie mich an und sagen, das hätten sie so machen sollen. Oder warum machen sie das so? Und ich freue mich natürlich auch, wenn es Mitarbeiter gibt, die kommen und sagen, eigentlich sollten sie das anders machen. Das gibt's. Und das. Ich habe mal einen sehr guten Mitarbeiter, den noch viele kennen, eigentlich dadurch kennengelernt, ist mir aufgefallen, da war ich ganz kurz Minister, das war 1970. Da meldete sich jemand, wollte mich sprechen und sagte, also ich muss Sie warnen, Sie sind im Begriff etwas ganz Falsches zu. Es war ein junger Oberregierungsrat. Ich war dann zwar nicht seiner Meinung, aber ich fand das prima, wie er das gesagt hat. Später habe ich ihn in mein Ministerbüro geholt, heute ist er Staatssekretär. Aber Sie haben es damals doch anders gemacht. Ich habe es anders gemacht, aber ich fand es gut, dass er kam und nicht geschrieben hat, was ich vielleicht denken könnte und für richtig hält, um daraus Karriere zu machen. Ich glaube, Widerspruch gehört auch dazu. Für viele ist ja heute Politik so schwer nachvollziehbar, weil sie im Einzelnen nichts davon verstehen. Also ich zum Beispiel, ich habe zu verschiedenen Punkten meine Meinung, aber ich kann die eigentlich politisch nicht belegen. Jetzt, ich glaube oder ich meine, kann man denn Politik nicht ein bisschen naiver machen, verständlicher zum Beispiel? Also ich gehe jetzt davon aus, dass Sie einen Kollegen wie Gromyko treffen. Ja. Ein Mann der Weltgeschichte, ihr beide macht Politik. Wie redet ihr eigentlich? Also begegnet man sich da auf eine diplomatische Art und Weise und jeder trägt vorgefasste Meinung vor? Ich kann mir das auch so vorstellen, dass sie sagen, Mensch, ich bin Großvater, du bist Großvater, unsere Kinder wollen in Frieden leben, lass uns doch mal jetzt wirklich vernünftig reden. Vergess du dein Afghanistan, ich vergesse mein Nicaragua. Einfach mal jetzt so ran an die Sachen. Und geht das oder geht das nicht? Bin ich da ein Träumer? Also man muss sich ja finden. Er ist übrigens derjenige, mit dem ich am meisten zu tun hatte, am längsten, weil wir so lange eine gemeinsame Amtszeit hatten. Und Sie lernen die Leute dann kennen, wenn Sie plötzlich nicht mehr im Verhandlungssaal mit ihm sitzen, sondern beim Essen zusammensitzen. Mhm. Ich habe ihn mal mit seiner Frau abends zu uns eingeladen, bevor unsere offiziellen Gespräche begannen. Und wenn Sie dann über seine Enkel reden oder danach fragen, dann vergisst er sogar das Kommunistische Manifest. Verstehen Sie, dann redet er so wie jeder andere. Und dann können Sie einem anderen auch nahe kommen, auch wenn Sie sonst Welten trennen und in anderer Weise darüber sprechen. Und es ist manchmal auch ganz gut, wenn die Frauen dabei sind. Ich kann mich genau erinnern an unsere letzte Begegnung in Moskau. Da ging es um Revanchismus und Vertrieben. Und da habe ich gesagt, passen Sie auf, was Sie alles da gesagt haben, glauben Sie ja vielleicht wirklich, aber gucken Sie mal meine Frau an, die ist Schlesierin und die ist keine Revanchistin und trotzdem liebt sie ihre schlesische Heimat und denkt gern daran zurück. Nun machen Sie doch nicht alle Leute zu Revanchisten, die gern an ihre Heimat denken. Und da sagte seine Frau zu ihm, André, also wie ich die Frau Genscher kenne, ich glaube, du solltest mal darüber nachdenken, was wirklich hier Sache ist und ob du da recht hast. Ich will damit eigentlich nur sagen, es gibt schon solche Situationen. Das ändert nichts daran. Er war in seiner Zeit der Außenminister der Sowjetunion, ich der deutsche Außenminister. Wir haben unsere Interessen
wahrzunehmen. Aber es kommt dann manchmal etwas über, was vielleicht am Verhandlungstisch nicht so klar würde, wenn man nicht auch mal miteinander sprechen kann, wenn man dann noch eine gemeinsame Sprache hat, dann wird das natürlich noch ein bisschen leichter. Sagt ihr dann schon mal, Mensch, wenn ich so könnte, wie ich wollte, oder es, ich meine, Sie ja auch auf der Seite, ihr könnt ja nicht so, wie ihr wollt. Ihr könntet das doch beide unter euch ausmachen, weil ihr denkt, das sind wir unseren Ländern schuldig, unseren Familien, unseren Leuten, aber ihr könnt ja beide nicht so, wie ihr wollt. Ich glaube, es wäre falsch, wenn man den Eindruck erweckt, dass das, was man sagt, eigentlich nicht so gemeint ist. Also gerade in solchen Fragen der Außenpolitik ist ganz wichtig, dass man ganz klar sagt, was ist. Und dass man überall dasselbe sagt, dass man da ganz ehrlich ist, auch wenn es weh tut. Nicht, es ist leichter, einmal etwas ganz Hartes zu sagen, als wenn man erst Erwartungen weckt, die nachher nicht eingehalten werden können. Außenpolitik ist eine Sache, die sehr viel persönliches Vertrauen verlangt. Nicht? Man muss wissen, was der dir jetzt gesagt hat. Das gilt. Wenn der Nein sagt, das geht nicht, dann geht es wirklich nicht. Aber wenn man da falsche Hoffnungen macht, dann wird man auch international sehr bald nicht mehr sehr hoch notiert. Das spricht sich rum, weil diese Gruppe der Außenminister sind 160 oder 170, ja. Da kennt man sich auch und dann wird auch mit den anderen natürlich geredet. Ich meine, wie ist das eigentlich jetzt so? Wenn Sie Politik machen, Sie sind heute hier, sind morgen da, Sie müssen ja irgendwo Ergebnisse vorlegen. Das Eigenartige ist ja, dass von wem werden Sie eigentlich abgefragt? Sind Sie sich nur selber verantwortlich oder dem Bürger? Wie sehen Sie Ihre Verantwortung wem gegenüber? Ja, wir müssen doch jeden Tag das rechtfertigen, was wir tun. Das ist ja der Sinn auch unserer Demokratie. Dem Bürger gegenüber. Ja, natürlich. Aber man muss auch für sich selbst bestehen können. Nicht, wenn etwas kommt, was man wirklich nicht machen kann, dann muss man eben auch Nein sagen können. Man soll es dann aber eben auch erklären, warum man Nein sagt. Man macht ja nicht für irgendetwas Politik. Ich war am Ende des Krieges 18 Jahre. Als ich 15 Jahre war, wurde ich Luftwaffenhelfer. Ich war 2,5 Jahre bei der Flaggen, dem Arbeitsdienst und bei der Wehrmacht. Wenn ich Politik mache, mache ich es eigentlich, damit meine Kinder und Enkel das nicht müssen. Dass sie nicht nochmal Krieg und Vertreibung und was es alles nach dem Krieg auch noch gegeben hat, erleben müssen. Nur das setzt natürlich voraus, dass man auch wirklich Ja sagen kann zu dem, was man tut. Wissen Sie eigentlich mehr als wir? Also das heißt zum Beispiel, denken Sie oft, oh Gott, wenn das die Leute wüssten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es Dinge gibt, es gibt da die Geheimdiplomatie oder was auch immer. Wissen wir eigentlich alles? Ja, ich weiß es jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich denke manchmal, dass mit großer Unbefangenheit über etwas geredet wird und anderes, was auch wichtig ist, wird vergessen. Nicht? Also es reden viele Leute und zu Recht Sorgen vor Atom, einem atomaren Krieg. Und ich sage dann immer, das ist eine ganz schreckliche Sache, aber denk deshalb nicht, dass ein Krieg ohne Atombomben weniger schlimm wäre. Der ist genauso schrecklich. Das heißt, ich möchte eigentlich klar machen, dass wir in unserer Zeit nur eine einzige Aufgabe haben, Krieg auf jeden Fall zu verhindern. Das ist das Allerwichtigste. Und darauf immer wieder hinzuweisen, welche Gefahren bestehen, wenn wir das nicht im Auge haben. Ob das immer im Einzelfall erklärt werden kann, warum es jetzt so sein muss, damit man das verhindert, das ist die Schwierigkeit. Jetzt haben wir doch von Politik geredet. Aber es ist irgendwie auch wichtig und komischerweise das Erste, was mir auf den Nägeln brennt, ist ja, wie sieht es mit der Zukunft aus? Bei Ihnen, Sie sind ein Jetsetter, Sie sind dauernd unterwegs. Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie immer so bei prächtig gedeckten Tischen sitzen? Kriegen Sie irgendwann mal einen Eintopf oder irgendwo mal einen Kartoffelsalat oder müssen Sie immer nur Bankett und hier zuprosten und dort Hummer und so? Also, wenn ich gefragt werde, ist der etwas besonders gern, wenn ich irgendwo hinkomme, sage ich, kocht so, wie in diesem Land gekocht wird. Trotzdem bekommt man oft auch dann immer wieder das internationale Essen, dann esse ich wirklich nur sehr gezielt und zugeschlagen wird dann richtig zu Hause. Das machen Sie. Macht Ihre Frau dann richtig für Sie? Ja, jawohl. Sie haben uns einen Besuch mitgebracht, der gleichzeitig auch Ihr Besuch ist. Das ist also das Äußerste, was man machen kann. Zwei Außenminister in einer Sendung. Ich begrüße herzlich den Außenminister von Uruguay. Er heißt Iglesias, ist aber mit Roberto Blanco nicht verwandt und verschwägert. Enrique Iglesias, darf ich ihn kurz zu uns bitten? Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also
Das ist unglaublich, wie wir zu dritt, so ich in der Mitte. Das ist drei Flaschen Kabinettsauslese, kann man nicht sagen. Also, er versteht nicht und er verzeiht es mir. You're coming from Uruguay. Yes, sir, from Uruguay. And we know from of course from soccer, from football. You love football? Of course, I wouldn't be Uruguayan otherwise. Aha, also er ist ein großer Fußballfan als Uruguayer. Is he okay? He doesn't hear, but is he okay? Good foreign minister? Very good. Very good. Between you and me, very good. Yeah. Aha, also das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ihr offensichtlich euch gut versteht. Gibt es das tatsächlich, dass man über persönliche Freundschaften auch die Länder zusammenbringt? You are friends, that means our countries could be friends. That's important for politics, that the people like themselves and then the Völker, people and people. You know? I think it's very important to be friends. I think it's a different diplomacy, the diplomacy of friendship. Mm-hmm. And we always found in my friend understanding for developing countries, yeah. Support for democracy. Uruguay, as you know, a year ago became again democratic. Mm-hmm. And we always found in him a good support. And I think this is good for everybody, you know. Good for developing countries and good for democracy. So we consider him one of our good friends. Aha, also ein guter Freund. Uruguay ist wieder zur Demokratie zurückgekehrt. Er hat viel geholfen, ein Freund. Sie sind offensichtlich, was mich auch freut, einer, der die Dinge locker sieht. Also wenn man rumflaumt und rumkaspert, auch sowas Karikaturen, denn ihr werdet ja eigentlich oft durch den Kakao gezogen. Schmerzt das, wenn man sich dann so sieht mit Ohren, die vielleicht auch ein bisschen größer sind? Er hat gar nicht so eine, das ist doch voll völlig in Ordnung, der Mann. Naja, also. Also, er kann die Ohren leichter anlegen als ich, nicht? Das ist ja unbestritten. Das haben die Jungs aus dem Süden uns voraus, sehen immer so gesund aus. Ja, ja. Sie sind, das ist kein Stress, sondern das ist jetzt wirklich, dass Sie so schlank sind. Das ist nicht aus lauter Sorge ums Vaterland verloren, sondern Sie haben gezielt essen und Bier die Hälfte. Ja, dann, es fällt mir schwer, ich fühle mich wohl in diesen Reihen. Ich meine, wenn ich noch vernünftig angezogen gehen würde. Ja. Wir wollen mal sehen. Nicht? Aber ich habe die breiten Hosen an für die Spenden. Nee, ach Quatsch. Also, jetzt bedanke ich mich, meine Herren, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Oh, ich bin daneben. Auf Wiedersehen. Thank you very much for being here. Bye bye. Good night. Bleibt bei.